In diesem Video stelle ich euch 10 Modifikationen und Erweiterungen für den Prusa XL vor. Alle hier gezeigten Upgrades gibt es zum kostenlosen Download auf Printables und können schnell und einfach selbst ausgedruckt werden. Von kleinen Verbesserungen, nützlichen Werkzeugen hin zu einer komplett gedruckten Trockenbox. Bei dieser Auswahl ist für jeden etwas dabei. Bleibt daher dran, hier bei Yantec. Auf Printables habe ich diese praktische Halterung gefunden, mit der sich bis zu 2 Sheets einfach und ordentlich an der Bodenplatte des Druckers lagern lassen. Dafür werden 2 solcher Schienen gedruckt. Nachdem die Stützstrukturen entfernt sind, lassen sich diese einfach auf die Z-Motorhalterung schrauben. Dafür werden die Schrauben weiterverwendet, wodurch keine zusätzliche Hardware benötigt wird. Da die Schienen relativ flach sind, kommt es nicht zu einer Verringerung der maximalen Druckhöhe. Die Bewegung der Z-Achse bleibt uneingeschränkt. Meiner Meinung nach sieht diese Lösung optisch sehr gut aus und erfüllt seinen Zweck voll und ganz. Mir ist aufgefallen, dass der Drucker beim Wechseln der Tools die Kabel an das andere Tool drückt. Das kann auf Dauer natürlich Schäden an den Kabeln verursachen. Der Printables-User Surfalex 2000 hat für dieses Problem eine einfache, aber dennoch wirksame Lösung entwickelt. Mit diesen verbesserten Kabelclips wird der Kabelstrang hinter diese Führung anstatt seitlich gehalten, was die Breite verringert. Somit stoßen die Kabel beim Wechsel nicht mehr an die benachbarten Tools. Der Clip ist schnell gedruckt und einfach ausgetauscht. Hier seht ihr den Vorher-Nachher-Vergleich. Gerade da dieses Upgrade so schnell und einfach geht, gehört es meiner Meinung nach an jeden Drucker, um mögliche Schäden zu vermeiden. An dieser Stelle kurz der Hinweis, dass ihr beim Kauf eures ersten Prusa-Druckers mit dem Code @yantec bis zu 200 Prusameter on top erhaltet. Wenn ihr außerdem vorher auf meinen Affiliate-Link klickt, bekomme ich eine kleine Provision. Dankeschön und nun weiter mit einem verbesserten Spulenhalter. Gerade Filamentspulen aus Pappe haben häufig einen höheren Rollwiderstand, wodurch Filament auf seinem Weg zum Extruder abbrechen kann. Für meinen Prusa MK4 hatte ich daher solch einen Aussatz gedruckt, in den 2 PTFE-Schläuche für geringere Reibung gesteckt werden. Auf der Suche nach einem ähnlichen Design für den Spulenhalter am XL habe ich diese kugelgelagerte Variante gefunden. Leider ist das Design nicht ganz optimal, da Stützstrukturen benötigt werden, die etwas schwieriger zu entfernen sind. Ich habe es daher erst so liegend versucht, musste dann aber feststellen, dass so die Toleranzen der Löcher zu gering sind und die Schraube nicht passt. Also habe ich das Teil nochmal stehend gedruckt, nur um dann zu bemerken, dass die Schraube immer noch nicht passt. Über die Zeit muss Prusa das Design des Spulenhalters geändert haben, wobei sich auch die mitgelieferte Schraube geändert hat. Daher konnte ich dieses Upgrade leider nicht an meinen XL installieren, dennoch scheint das Design zu funktionieren. Wenn ihr Probleme mit zu hohem Rollwiderstand habt, ist es daher sicherlich eine gute Lösung, ansonsten aber in den meisten Fällen eher überflüssig. Prüft auf jeden Fall vorher, dass ihr die richtige Hardware im Haus habt. Im Netz gibt es bereits verschiedene Enclosure-Designs für den XL. Das kann nützlich sein, wenn man zum Beispiel mit Materialien wie ABS arbeitet. Ich persönlich warte jedoch noch auf das originale Enclosure, welches bereits auf der Formnext gezeigt wurde. Egal für welche Variante man sich entscheidet, kann es sinnvoll sein, die Löcher und Lücken am Drucker abzudichten. Dafür gibt es diese Air Seals. Gedruckt aus TPU lassen sie sich einfach in die Öffnungen stecken. Angeblich werden so auch Vibrationen über den Rahmen und damit Geräusche verringert. Das konnte ich so direkt jedoch nicht feststellen. Mit diesen kleinen Trichtern lässt sich die Filamentzufuhr etwas erleichtern und den Drucker optisch interessanter machen. Sie sind schnell gedruckt und werden dann einfach auf die PTFE-Schläuche, die in den Filamentsensor führen, gesteckt. Das Laden von Filamenten wird somit etwas erleichtert, auch wenn es natürlich auch ohne solche Trichter geht. Kurzer Hinweis, ihr findet die Links zu allen hier gezeigten Upgrades in der Videobeschreibung und in einer Kollektion auf meinem Printables-Profil. Nun aber gleich 2 nützliche Werkzeuge, die den Düsenwechsel am XL erleichtern. Wie beim MK4 kommen auch hier die Nextruder-Düsen zum Einsatz, bei denen Nozzle und Heatbreak verbunden sind. Somit lassen sie sich im kalten Zustand wechseln. Damit hierbei nichts kaputt geht, empfehle ich zum einen diesen gedruckten Schlüssel. Damit lassen sich die Düsen wesentlich besser greifen als mit dem beigelegten Werkzeug.
Außerdem gibt es offiziell von Prosa dieses Nozzle Replacement Tool, das sich ebenfalls schnell ausdrucken lässt. Ich habe hierfür auf Carbonfaser-PETG gesetzt. Den Düsenwechsel mit diesem Tool zeige ich euch nun einmal kurz. Zunächst wird das gewünschte Tool händisch aus der Halterung genommen. Im Anschluss muss die mittige Madenschraube mit dem beiliegenden Schraubendreher gelöst werden. Sie hält das Hotend in Position. Dann wird die gedruckte Halterung über den Heizblock geschoben, so dass das Tool fest darin sitzt. Am Ende lässt es sich auf den X-Schlitten stecken. Nun ist die Düse gut zu erreichen und lässt sich problemlos wechseln. Nach ein paar Mal üben geht das auch wirklich sehr schnell. Danach die Halterung lösen, die Schraube wieder anziehen und das Tool an seinem Platz parken. Insgesamt finde ich dieses Werkzeug sehr nützlich und kann es jedem empfehlen, der plant, die Düsam XL zu wechseln. Nun zum siebten Add-on in diesem Video. Es kann in verschiedenen Fällen sinnvoll sein, eine Kamera am Drucker zu haben, beispielsweise zur Überwachung oder der Erstellung von Timelapses. Da ich mit verschiedenen Kameras filme und den Winkel bzw. die Position gerne verstelle, habe ich nach einer flexiblen und gleichzeitig stabilen Befestigung gesucht. Gefunden habe ich diese magnetische Halterung, die sich überall am Rahmen des Druckers befestigen lässt. Dafür werden 4 12 mm Neodym-Magnete in das Teil eingepresst. Diese sorgen für einen festen Halt. Mit dieser Befestigung lassen sich verschiedene Kameratypen überall am Rahmen des XLs befestigen. In Verbindung mit so einem Ballhead lässt sich die Kamera außerdem in verschiedene Winkel einstellen. Ich habe beispielsweise die Minchen Beaglecam, meine Sony-Kamera, iPhone und eine Webcam über die Zeit montiert. Dabei hat stets alles festgehalten und ich hatte nie Angst, dass etwas abfallen könnte. Bevor ich nun mit einer komplett gedruckten Trockenbox für den XL weitermache, möchte ich euch kurz den Sponsor des heutigen Videos vorstellen, PCBWay. Mit PCBWay könnt ihr eure kreativen Ideen in die Wirklichkeit umsetzen. Hier habt ihr die Möglichkeit, Leiterplatten zu bestellen und Bauteile in verschiedenen Verfahren fertigen zu lassen. Von 3D-Druck über CNC-Machining hin zu Blechbearbeitung und Spritzguss in einer breiten Palette an Materialien. Seit fast einem Jahrzehnt genießt PCBWay das Vertrauen der Maker-Community. Grund sind schnelle Lieferzeiten, hohe Qualität und unschlagbare Expertise. Auch ich vertraue auf die Dienstleistungen von PCBWay bei der Entwicklung meiner neuen Materialtestgeräte. Überzeugt euch doch einfach selbst auf PCBWay.com. Einer meiner persönlichen Favoriten aus dieser Serie ist die Trockenbox von ExtroTim. Diese ist wie alles hier komplett gedruckt und lässt sich einfach an der Seite des Druckers montieren. Das Design ist mal wieder unglaublich gut gelungen. Außerdem gibt es verschiedene Varianten, mit oder ohne Fenster, mit Muster und so weiter. Nachdem alle Teile gedruckt sind, lässt sich die Box ziemlich schnell und einfach zusammenbauen. Dafür werden die Dichtungsringe aus TPU in den Deckel und Verschluss gesteckt. Das Fenster aus einem kleinen Stück PET-Folie befestigt und dieser Behälter mit Silikagel befüllt. Dann kann die Box auch schon am XL befestigt werden. Dafür wird einfach eine M5x20 mm Schraube und die bereits vorhandene Nut verwendet. Solche zwei Pins halten die Box in Position, damit sie sich nicht verdreht. Dann kann einfach Filament aus dem Trockner direkt in die Box gepackt werden und nahezu luftdicht verschlossen gelagert werden. Gerade das schicke Design und die tolle Funktionalität machen das zu einem der besten Upgrades für den XL, auch wenn es etwas mehr zu drucken ist. Keine Verbesserung für den Drucker selbst, aber dafür ein nettes Zubehörteil sind diese Ruggedboxen. Damit lassen sich durch spezielle Einsätze Zubehörteile wie Düsen und Werkzeuge sowie Ersatzteile ordnen und transportieren. Generell kann ich diese Art von Boxen nur empfehlen, da sie nicht nur schick aussehen, sondern auch wirklich stabil sind. Dabei werden M3x30 Schrauben für die Verbindung zwischen Box und Deckel sowie für den Verschluss verwendet. Ich habe mit manuellen Farbwechseln auf dem MK4 einmal diese Box mit Schriftzug und diese mit Prusa-Logo auf dem XL ausgedruckt. Darin lassen sich alle Werkzeuge und Ersatzteile aufbewahren. Auf Printables gibt es eine ganze Reihe an Varianten mit verschiedenen Logos und in verschiedenen Größen. Nun zum letzten Upgrade in diesem Video, einem Schutz für das Display. Gerade wenn der Drucker auf dem Boden oder an einer Tischkante steht, kann es schnell mal passieren, dass man gegen das Display rennt und es so beschädigt oder abreißt. Eine Lösung bietet dieses Teil.
Gedruckt habe ich es aus Prosament PLA Galaxy Black und mit zwei M3 Schrauben und Nutensteinen für 3030 Profile am Rand des Displays befestigt. Diesen orangenen Ring für den Knopf findet ihr übrigens auch auf Printables. Mein MK4 stand zum Beispiel eine lange Zeit im Enclosure auf dem Boden und ich hatte jedes Mal beim Vorbeigehen Angst, versehentlich mit dem Fuß am Display hängen zu bleiben. Je nachdem, wo der Drucker steht, kann solch ein Schutz also durchaus Sinn machen. Nun würde ich gern eure Meinung zum Thema hören. Welche Upgrades habt oder werdet ihr an euren XL verbauen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal hier bei Jantech.